Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit der Adventszeit beginnt ein neues Kirchenjahr und wir bereiten uns auf Weihnachten vor. Dass Gott selbst aus Liebe zu uns Mensch geworden ist, ein kleines Kind geworden ist, übersteigt unsere Vorstellungskraft. Es ist ein unfassbares Wunder. Ein größeres Geschenk, eine größere Freude kann man sich gar nicht vorstellen. Und was gibt es Schöneres, als diese Freude mit anderen zu teilen, anderen von dem Wunder der Menschwerdung Gottes zu erzählen, damit sie Christus kennen und lieben lernen und darin Trost und Hilfe erfahren. Deshalb hat Mutter Angelika den katholischen Fernsehsender EWTN gegründet. Deshalb mache ich mit großer Freude und Leidenschaft Fernsehen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit allen danken, die mit ihrem Gebet, durch ihr Weitersagen und ihre Spenden unser Medienapostolat unterstützen. Mutter Angelika hat immer wieder zu den Zuschauern gesagt, EWTN ist ihr Sender. Denn EWTN wird von Ihnen, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, gemacht. Ohne Ihr Gebet, ohne Ihre Unterstützung gäbe es EWTN gar nicht. Deshalb bitte ich Sie, spenden Sie für EWTN. Unterstützen Sie unser Medienapostolat, damit die Freude der Weihnacht viele Herzen erreicht. Von Herzen wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben eine gesegnete Adventszeit und frohe Weihnachten.